Altenheim mit einem Breakdown, weil meine Haare weg sind. Warum? Ich hatte Corona. Hallo Baby. Sind deine Eltern zusammen oder getrennt? Hoffe, die Frage geht nicht zu weit. Bereuen tue ich es nicht, dass es mit der Person war. Wir machen alle mal Fehler. Hi. Du bist... Hi. Bitte jackst du doch keinen. Hi. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Yay! Ich muss kurz sagen dazu, ich sehe verdammt beschissen aus, weil ich vor einigen Wochen auf die Fresse geflogen bin und deswegen hier jetzt so eine kleine Narbe hab. Ich sehe das und bekomme die Krise. Ja gut, ich sag jedes Mal aufs Neue, ich werde jetzt aktiv auf YouTube. Mhm, genau. Willkommen zu diesem kleinen Vlog. Ich werde heute zu Hause sein. Es gibt tatsächlich auch Influencer, die bleiben zu Hause. Und sind nicht in Dubai. Ich dachte mir einfach, ich nehme euch ein bisschen durch meinen Tag mit. Heute ist Freitag. Ich warte auf meine Amazon-Pakete und ich werde Fragen beantworten und generell ein bisschen talken. Ich freue mich so. Mein MacBook kommt heute. Seht ihr das? Wie ich das geschafft habe? Gute Frage. Okay, eigentlich weiß ich schon, wie es passiert ist. Mir ist 2018, also das ist schon 2 Jahre her, ist mir mal Saft über meine Tastatur gelaufen. Und es ist mir vielleicht ein paar Mal aus dem Bett gefallen. Ich weiß, warum es kaputt ist. Aber dafür hat mein MacBook echt lang gehalten und ich bin echt froh darüber. Ich hätte mir auch einfach mein MacBook reparieren lassen können, aber die Reparatur wäre um die 400, 500 Euro gewesen. Deswegen war es das Schlauste, mir einfach einen neuen Rechner zu bestellen. Meine Mutter wird dieses MacBook auch reparieren lassen, aber nicht hier, sondern in Bulgarien. Da ist alles ein bisschen günstiger. Die ganzen Balkan-Leute kennen das. Übrigens, I look like shit. Dankeschön fürs Bescheid sagen. Wussten wir noch gar nicht. Hier habe ich einfach einen Pickel. Ich habe ihn ausgedrückt und jetzt sieht es aus wie so ein Muttermal. Also ein Muttermal würde mir nicht stehen. Ach ja, übrigens, ich bin wieder blond, falls man das unschwer erkennen kann. Ich wollte eigentlich meine Haare jetzt in Ruhe lassen. Leider war die Versuchung zu groß, wieder hell zu werden, Leute. Ich bezahle gerade damit. Meine Haare sind fucking kaputt. Und wenn ich mir alte Videos anschaue oder alte Fotos und dann kriege ich einen halben Mental Breakdown, weil meine Haare weg sind. Warum? Eine Runde Mitleid für mich, bitte. Danke. Tschüss. Leute, ich nehme jetzt meine Vitamine und esse davor was. Genau, ich gehe gleich auch mit Chico raus und dann werde ich ein paar Fragen beantworten. Ich gucke gerade The Vampire Diaries. Zum gefühlt 7. Mal mittlerweile. Also irgendwie ist es bei mir so, ich gucke Serien öfters. Und wenn ich meine öfters, dann meine ich sehr, sehr oft. Und es ist irgendwie so, einmal im Jahr habe ich irgendwie die gleichen Serien einmal durch. Und letztes Jahr zur gleichen Zeit habe ich mit The Vampire Diaries angefangen und dieses Jahr einfach wieder unbewusst. Ich tue das wirklich unbewusst. Zum Beispiel war das so, ich hatte Avatar geguckt und Avatar Korra. Dann gucke ich so vor 2 Jahren meine Snap Memories an und es war einfach wieder das Gleiche so. Keine Ahnung, was mit mir schief ist. Auf jeden Fall, wir machen jetzt eine coole Transition. In 1, 2, 3. Okay, ich bin Gassi. So, mein Wauwau läuft jetzt hier herum. Ich habe so viele Screenshots mit Fragen von euch. Ich werde jetzt per Zufall auf den Screenshot klicken und die Fragen beantworten. Gute Besserung, wie geht's dir? Gute Besserung. Lost. Ich hatte Corona. War ein tolles Gefühl, muss man einmal erlebt haben. Corona ist das Beste, was es gibt. Ich war jetzt ungefähr 3 Wochen in Quarantäne. Meine Mutter ist immer noch in Quarantäne, weil sie immer noch positiv ist. Beziehungsweise positiv war ihr PCR-Test negativ. Jedoch hatte sie immer noch Symptome. Und dann hat das Gesundheitsamt gesagt, so, nee,
ihr müsst noch länger da bleiben und nochmal einen Test machen. Meiner ist negativ, ihrer ist positiv. Das heißt, ich darf raus und sie nicht. Und das heißt, ich muss die ganze Zeit mit Chico rausgehen. Ich habe mich wahrscheinlich montags infiziert und mittwochs lag ich flach. Ich kann selber nicht genau sagen, wo ich mich infiziert habe, weil ich eigentlich relativ vorsichtig war. Auf jeden Fall habe ich dienstags abends noch einen Test gemacht, weil ich mich am nächsten Tag mit einer Freundin getroffen hätte. Mittwochmorgens wache ich dann mit den größten Kopfschmerzen auf und mir ging es echt miserabel die ersten zwei Tage. Aber danach ging es wieder viel, viel besser. Aber es war trotzdem die ganze Zeit so ein Schlappgefühl und du hast keine Energie. Vor allem, man kam richtig schnell aus der Puste. Ich kann jetzt noch nicht richtig hart Sport machen. Das ist echt heftig. Dann habe ich meiner Freundin natürlich abgesagt und dachte mir so, okay, wird schon nichts sein. Ich habe nur ein bisschen Kopfschmerzen, habe den Tag über sehr, sehr viel geschlafen. Und dann abends hat es so angefangen, dass ich nichts mehr richtig geschmeckt habe. Und dachte mir, okay, ich mache jetzt einen Corona-Test. Ich hatte noch Schnelltest da und dann plötzlich positiv. Positiv. Ich dachte mir so, ist das jetzt ein falscher Film? So, wollt ihr mich alle verarschen? Ich kam mir wirklich verarscht vor, Leute. Vor allem habe ich noch eine Woche davor gesagt, wie kann es sein, dass ich noch kein Corona hatte? Wenn die Kacke noch, schon ein Jahr läuft, so. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mir geht's wieder gut. Ich bin genesen. Eventuell gibt es ja auch Lockerungen jetzt für Geimpfte und Genesene. Daher passt das eigentlich vom Timing her. Meiner Mutter geht es besser. Sie ist aber immer noch krank. Aber das sieht auch nicht schlimm aus. Und darüber bin ich echt froh. Was willst du denn? Hallo, Baby. Hallo, meine Baby Lebabli. Komm her. Ajabujabu. Chico. Hallo. Chiki. Sitz. Sitz. Dann nicht. Heute bin ich ganz in Pink, sogar meine Hose ist roséfarbend. Hier ist weiß und darunter ist nochmal pink. Oh, ich wollte mich jetzt hier nicht ausziehen. Oh mein Gott, das erinnert mich gerade an diese zwei Influencerinnen, die mir so auf den gehen. Man kennt die beiden unter den Gönnerinnen. Warum macht ihr dumme Menschen Fame? Ich werde das nie checken. Mm-mm. Sind deine Eltern zusammen oder getrennt? Hoffe, die Frage geht nicht zu weit. Meine Eltern sind getrennt. Aber so bin ich auch aufgewachsen und für mich war es nicht sonderlich traumatisch, dass ich nicht Mama und Papa hatte, weil meine Mutter alles für mich getan hat und quasi Mama und Papa in einem war. Zu meinem Vater habe ich auch keinen Kontakt. Wessen Schuld ist das? Nicht meine. Was ist dein Lieblingsalkohol? Ich mach so kinderfreundlichen Content hier. Also ich trinke sehr, sehr gerne Weißwein. Ich trinke nicht so gerne Rotwein. Bei Weißwein auch nur grauer Burgunder, trocken, halbtrocken. Leute, die fruchtig trinken, haben keine Ahnung. Sind zu jung, I'm sorry. Dann eigentlich normale Wodka-Mischen, gehen immer. 43er mit Milch, Lillet mit Schnaps, Gin Tonic, oh, liebe ich Gin Tonic, toll. Malibu mit Ananas, Saft und Sahne. Das ist auch toll. Was machst du als erstes, wenn du aufstehst? Ich gehe an mein Handy. Chica? Was geht ab? Du da. Ach, du bist so süß. Kann ich die aufessen? Ich warte mittlerweile schon den ganzen Tag darauf, dass mein MacBook ankommt. Und es kommt zwischen 16 und 20 Uhr. Und wir haben 18.10 Uhr. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ich will einfach nur, dass mein MacBook jetzt ankommt. Mann. Der nächste Tag ist da. Das war ein toller Vlog. Ich habe nicht so viel gezeigt, weil es auch nichts zum Zeigen gab. Ich habe den ganzen Tag eigentlich nur gewartet und andere Dinge erledigt, die jetzt nicht so interessant gewesen wären. Jetzt auf jeden Fall der nächste Tag. Ich werde mich jetzt ein bisschen schminken. Ich schminke mich jetzt nicht stark, beziehungsweise mache ich nur ein bisschen Concealer, ein bisschen Wimperntusche, weil ich nur auf Arme gehe gleich. Denn ich muss meinen neuen PC einweihen. Leute, er ist gestern um 19.49 Uhr gekommen, quasi 10 Minuten, bis es nicht mehr hätte gehen können. Meine Mutter so, wenn er heute nicht kommt, dann kommt er erst morgen. Und ich so, sag sowas nicht. Sekunde, dass ich hier ein bisschen näher komme. Das tut mir jetzt gerade echt leid. Finden Frauen es schlimm, wenn Boys sich Pornos trotz Beziehung anschauen? Puh. Das ist eine gute Frage. Wie viele wissen, hatte ich noch keine richtige Beziehung. Ich bin ein Küken. Ich glaube, ich finde es nicht schlimm. Aber
Nee, ich glaube, ich finde es nicht schlimm. Es wäre mir eigentlich relativ Wayne. Kommen wir zur letzten Frage. Wann hattest du dein erstes Mal? Mein erstes Mal hatte ich mit 17. Und es war nicht mit meinem Freund. Bereuen tue ich es nicht, dass es mit der Person war. Wir machen alle mal Fehler. Ist passiert. Das war's. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Wir machen die letzten 2-3 Minuten ein bisschen OmeTV. Und wenn ihr Bock habt, dass ich demnächst mal ein ganzes YouTube-Video über OmeTV bzw. ein OmeTV-Video drehen soll für YouTube, dann sagt mir das Bescheid in den Kommentaren. Hi. 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 Oh, du bist... Das ist die von Krass Klassenfahrt. Ah, scheiße. Oha, hi. Hi. Oha. Was geht's? Wie geht's euch? Bei dir? Ja, nichts. Ich drehe gerade ein YouTube-Video. Warte, noch nicht skippen, bitte. Okay. Was hörst du für Musik? Schlager. Atemlos. Du bist rot wie eine Tomate, warum das? Digga, das war... Ich weiß nicht wieso, warum ich rot wie eine Tomate bin. Das ist kacke. Ich hab mich angemalt. Bist du immer so rot? Ich bin immer rot, wenn ich meine Liebe des Lebens finde. Warum bin ich weggedrängt? Oh, ich mag diese App nicht mehr. Du bist doch TikTokerin. Ja. 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 Wie heißt du? Ja. Adi. Adi. Adi? Ja. Ja. Du bist schwul. Danke. Du bist echt hübsch. Danke. Wie alt bist du? Dein Ding da ist auch echt hübsch. Wie alt denkst du denn? 16. Mit fast 20. Und weggedrückt. Nein, nein, ich drück dich nicht weg. Okay, aber ich drück dich weg. Hi. Bitte jackst du doch keinen. Was zum Fuck ist Jackson? Jackson? Ja. Einen. Warum heißt das Jackson und nicht? Weil es gibt verschiedene Wörter dafür. Aber Jackson ist ja bestimmt so ein türkischer Scheiß, oder? Bist du jetzt rassistisch? Vielleicht. Oh, ciao!